Umdrehen, töten. Schild aufladen, nächster Bomb. Und Spawner, okay. Gib ihm. Basis zerstört. Sehr gut. Alien Artefakte eingesackt. Comet Robotics, ja. Okay. Nochmal die? Weiß ja nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber wieder auf die Schrotflintengeschichte. Weil wir haben ja gesehen, wir schaffen es jetzt, die Basen zu knacken. Also 300 Forschungspunkte Research. Ups. Bahnflex, sorry. Also ich brauche mehr Munition für die nächsten Basen. Ich baue einfach nochmal 10 davon. Schaden tun sie nicht. Und danach bitte die Science Packs. Okay. Und es wird dunkel, das ist doof. Weil nichts sehen können in Gefahrensituationen ist unpraktisch. Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Hatten ja einen erfolgreichen Tag. Das da ist weg und das könnte eine von den Basen sein, die hier mal rumgestänkert hat. Das heißt, nächster Versuch. Wollen wir die da angehen? Die da ist recht nah dran und die soll auch machbar sein. Das könnte man theoretisch sogar in der Nacht machen. Aber nee, nicht zu leichtsinnig werden. Geh einfach wieder rein. Bau ein bisschen an deiner Fabrik rum und dann ist gut. So. Ah, hier stockt sich sogar das Eisen schon. Das ist gut. Das heißt, die sind alle am Arbeiten. Okay, haben wir genug Eisenplatten zwischen dem System? Nee, werden durchgehend noch alle verbraucht. Das heißt, wir bräuchten wieder mehr Schmelzen, also bräuchten wir wieder mehr Strom und wir bräuchten... Nee. Haben wir grüne Module überall? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben gerade keinen Platz in unserer Warteschlange da unten. Na doch, alle bis auf der ganz neue gebaute wahrscheinlich. Der da. Ah, also doch ein, zwei dabei. Okay. Die Roboterarmee über unseren Köpfen. Hier ist soweit alles okay. Ja. Also... Erz-2, wie gesagt, nach hinten verschoben. Wir wollen erstmal töten. Wir warten einfach nur auf den nächsten Tag. Wir behalten Strom im Auge. Ah, Kacke. Ist schon so weit unten, obwohl die Solarzellen noch Energie bringen. Das ist nicht gut. Brauch mehr Solarzellen. Noch mehr für unsere Liste, ja. Könntet ihr die vielleicht ein bisschen schneller leer machen? Warte mal, ich helfe ein bisschen nach. So, das kommt dann unten ins System. Soll vielleicht aber noch eine extra Kiste bauen. Da. Da kommt alles rein bis auf 50. Dann habe ich nämlich hier Platz, um das Muster weiterzubauen. So. Sehr gut. Da. Weg, 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 weg. Wird es jetzt gerade wieder hell? Ist immer so schwer zu erkennen. Ja, es scheint hell zu werden. Ich mache das jetzt nur noch an den Solarzellen aus. Wenn die Solarzellen sagen, ich kriege Energie, dann ist es hell. Egal, wie dunkel der Bildschirm ist. So, Verteidigerkapseln. Es wird noch ewig dauern, bis die Solarzellen fertig sind. Aber es scheint ja für heute erstmal okay zu sein. Das heißt, wir laufen jetzt los und zerschießen die Basis bei Erz-1. Damit wir da weniger Angriffe haben. Und damit wir Alien-Packs bekommen. Da. Da. Also Munition haben wir inzwischen genug. Das ist gut. Die Kapseln haben wir auch 3 Stück von. Aber naja, sind halt nur 3. Hier ist alles okay. Oh, warte mal, du. Du könntest eine Reparatur vertragen. Und eine Mauer. Doppelte Mauer. Das sind überall schon Mauern. Aber ja. So. Die Basis da oben. Wow, da kommt wieder so ein Angriffstrupp. Das Ding hätte normalerweise uns hier angegriffen. Gucken wir mal zu, wie die Türme das machen. Sehr, sehr gut machen die das. Nur ein bisschen angeknackst die Mauer. Oh, sehr schön.
Also wir laufen jetzt da hoch und töten einen Spawner. Laufen wir weg. Und ziehen die einfach alle zu unseren Türmen. Warum kann er mir in die Hacken beißen? Ich sollte eigentlich schneller sein als die. So. Ein Spawner weniger. Und wenn wir da oben antanzen, sind die fast alle wieder da. Genau. So, nächste. Ah, kommen wir nicht an. Ein Spawner weniger. Laufen. Oh, Kacke. Also das dritte Schild war eine super Idee mit der Aufladegeschwindigkeit. Schieß. Oh, 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 oh. Okay. Also, die kriegen wir auf jeden Fall auch geknackt. Das da oben, ist gleich ein ganz anderer Schnack. Nicht nur, weil es halt einfach mehr Beißer sind und so, sondern auch, weil es mehr Würmer sind. Und die Würmer sind das... Ah, weniger reden, mehr laufen, weniger reden, mehr laufen. Aber wenn ich runterlaufe, beißen sie mir nicht in die Hacken. Wenn ich nach rechts laufe, schon. Hast du nur die Kleinen. Hm. Aber das Hauptproblem sind echt die Würmer. Und wenn dann da 6, 7 von den großen Würmern auf dem Haufen stehen, was in so einer großen Basis recht wahrscheinlich ist, dann können die uns teilweise one-hitten. Oder two-hitten, was auch immer, je nachdem wie gut unsere Rüstung ist. Und das ist dann garstig. Ah ja, das hier, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh. Bumm ist kaputt. Ach du Kacke, runter. Ja, ich kann ja mal ein paar von denen hier hinschmeißen. Mal gucken, was dann passiert. Wow, sind die schwach. Okay, die lasse ich in Zukunft. Die sind einfach nur Ressourcenverschwendung. Jo. Oh, das war ich aus Versehen. Entschuldigung, Turm. Entschuldigung, Mauer. Also die machen weniger Schaden als ein so ein Laser-Schulterding. Da kommen die näher. Ein Beißer. Was zur Hölle macht ihr da? Egal, ich... Ja, genau. Macht die Roboter kaputt. Spawner kaputt, okay. Runter, 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 runter. Also ich verballer die jetzt mal. Wie? Jawohl. 4 Stück schaffen es, den kleinen Kram schon mal ein bisschen zurechtzustutzen. Das ist alles eine Ressourcenfrage. Ich denke mal, es wird auch später, wenn man das weiter ausforscht, noch bessere von den Robotern geben. Wahrscheinlich laserfliegende Roboter oder so. Müssen wir dann gucken. So, es ist schon wieder dunkel. Den ganzen Tag durchgehend getötet. Ja, Spawner kaputt. Würmer sind keine mehr da. So, gib mir Artefakte, 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 Artefakte. Oh, Basis zerstört. Sehr gut. Und ganz viele Alien-Artefakte eingesackt. 20 Stück, okay. Forschen, 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 forschen. Also ja, wir brauchen theoretisch davon auch welche für die MK2-Rüstung, aber nee. Ernsthaft, das dauert einfach noch zu lange. Ist hier irgendwas kaputt? Was ist, wenn da was drauf liegen würde? Okay. Licht. Hier ist nirgendwo Strom. Gut. Also wir sollten jetzt die Alien-Artefakt-Science-Packs hier auch irgendwo mal einlagern, sonst bringt das im System nichts. Da. Was haben wir noch? Wir haben blaue Chips, recht viele. Das ist gut. Das heißt, wir hätten langsam schon genug für das MK2-Ding, ne? Wollen wir gleich mal gucken mit der Forschung. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass wir so viele schon auf Vorrat haben von den blauen. Ja, aber die blauen Tränke werden langsam knapp.
Also langsam. Ist noch genug da, aber langsam. Genau, ihr habt alle keine lila Tränke. Bitteschön. 190 Stück. Wie viel brauchen wir insgesamt? 300. Oh, das geht sich nicht auf, glaube ich. Wir werden nochmal rausgehen müssen. Ah ne, doch, wenn jetzt schon 190 drin sind und hier noch 140 hergestellt werden, ja, dann passt das, okay. Dann haben wir schon mal für den nächsten Angriff auf so eine Basis mehr Schaden. Okay, was können wir noch machen? Wir können gucken, Stromnetz ist leer. Okay, Solarzellen. Die 8, die wir vorhin gebaut haben, aufstellen. Und dann weiter produzieren. Und ich erweitere das Ganze mal hier um ein Feld nach da. So, können wir mehr bauen. 4 Stück. Woran hapert's? Grüne Chips. Okay, ich gehe gucken, wo ich grüne Chips klauen kann. Hier nicht, da nicht, da nicht. Hier zu wenig. Kann ich nirgends klauen. Alles mangelt weiterhin am Kupfer, richtig? Ja, Kupfer und Eisenplatten. Das geht so nicht. Ich finde es doof, aber ich denke, ich werde gezwungen, noch weiter Steam Engines zu bauen. Also meinetwegen hier noch so ein Set hinzusetzen. Oh, was ist da los? Warum ist hier kein Brennstoff drin? Das ist nicht gut. Haben wir keine Kohle mehr im System? Wir haben keine Kohle mehr im System. Ach du Koko. Du weg, du weg. Mining Drill. Achso, ihr Jungs. Genau, mal weg. Hab gute Dienste geleistet. Aber jetzt müssen wir es anders regeln. So. Na, nicht im Einzugsbereich. Hier. So, du bist im Einzugsbereich. Richtig, richtig. Dann bau da bitte Kohle ab. Du hörst dahin. So, Baum weg. Baum weg. Baum weg. So. Du baust bitte da Kohle ab. Brauchst Strom. Okay. Kein Umspannwerk. Da. So, Strom. So, okay, das erklärt natürlich unseren Strommangel bei uns momentan. Sobald die Steam Engines irgendwo ausfallen, auch wenn es nur 2-3 sind, haben wir gleich ein Riesenproblem, dass selbst 170 Solarpanels nicht ausgleichen können. Wobei, ne, langsam zieht's auf. 14 durch die Steam Engines und 10 durch die Solarpanels. Aber der Aufwand, ne? Vergleicht mal. Wie viel Aufwand ist das, die paar Steam Engines aufzubauen? Brauchen auch nur ein bisschen Eisen, dann ist gut. Aber Solarpanels, 15 grüne Chips pro. Das ist Hammer. Einfach nur Hammer. Aber gut. Roboport. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier einen Roboport, damit das alles auch abgeliefert werden kann. Alternativ halt wieder Fließbänder, aber Fließbänder sind doof. Also wir haben Energiekrise und wir bauen einen Roboport. Ist das sinnvoll? Kann man drüber diskutieren. Ich mach's einfach jetzt erstmal. Und es müsste eigentlich alles okay sein, solange alles reibungslos läuft. Ja. Außerdem haben wir hier unten auch gleich Roboports. Das heißt, wir könnten die hier auch roboportisieren. So, Roboport wird gebaut. Sehr gut. Ich hau hier währenddessen noch ein paar Bäume weg. Ah, du weg, du weg. Wir müssen noch gucken, wo wir genau den hinstellen. Du kannst erstmal... Du kannst da weg, du kannst da hin. Roboport. Da wäre gut. Ja, da wäre ich gut. Machen wir da hin. So. Jetzt können wir hier nämlich... Ja, einfach querbeet die Dinger hinsetzen. Aber auch ruhig so, dass sie sich die teilen, die Kisten. Kiste. So. Gucken wir ins System. Kohle ist immer noch im Negativen. Ich gucke mal, ob sich da langsam was anhäuft.
zuckelt wild hin und her. Wie schaut das hier aus? Sind wenigstens alle wieder am Laufen. Wie schaut es da oben aus? Das hier ist ja wesentlich wichtiger eigentlich. Hat Fuel Blocks. Okay. So könnten wir theoretisch natürlich auch unsere ganze Energiekrise lösen, indem wir anfangen, unser Öl zu Fuel Blocks zu verarbeiten. Da brauchen wir erstmal wieder Öl für. Wir haben immer mal wieder Ölprobleme, weil wir halt keine wirklich tollen, neuen, aktiven Ölvorräte haben. Wir haben nur unsere 0,1er, die durchgehend so minimal produzieren. So, aber solange hier alles okay ist, ist okay. Was sagt Vorrat? Ich verstehe das nicht. Wie kann es sein, dass wir Minus im System haben? Also ja, Minus heißt, dass die Sachen gerade hin und her geflogen werden. Aber ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass sich nach und nach ein kleiner Vorrat anhäuft, weil wir haben so viele neue gebaut und es gibt nicht so super viele Abnehmer für Kohle. Oben das Plastik und die ganzen Brennsachen. Das war's. Also ich glaube, die Explosivgeschichte braucht vielleicht auch noch was, oder? Die Sachen, die hier drin sind, müssten eigentlich auch als im System liegend gelten. Oder? Oh nee, das gilt nur, wenn sie in passiven Kisten drin sind oder aktiven Kisten. Nicht in Requester Chests. Nee, okay. Das heißt, erstmal müssen die sich jetzt alle füllen, bis auf 100. Kann ich ja mal nachhelfen. Sobald das der Fall ist, dann wird es im System staunen.